Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oriental Empires. Wir sind immer noch im Krieg mit den Shang. Positionieren gerade unsere Armeen neu und führen die ein oder andere Schlacht. Unsere Truppen müssen sich auch ein bisschen ausruhen und können nicht direkt mal wieder in die nächste Runde gehen. Und ach, hier brauchst du kommt zu einer kleinen Schlacht. Da kommt so eine kleine Truppe, ein paar Bauern, Speerkämpfer, so die Überreste, die sich unserer glorreichen Armee entgegenstehen. Nach da hinten reiten unser Kampf. So, das ist auch mit sehr, sehr wenig Reitern am Start ist, aber naja, müsste sich eigentlich auch dringend mal ausführen. Ist auch fleißig von da hinten. Also tatsächlich. Ich überleben, sei ein Wunder, eigentlich hätten wir ruhig mal töten können. So, noch, ich schlafe genau. Genau. Ich greife zur Kraft. Ein paar Liebsten an. Und da mal ordentlich auf. Ja, und Schild plus. Verliert vor allem keinen einzigen Reiter, das ist ganz spannend. Sachen, das war nicht unten Kraft, das war unser General. Stimmt, den bordern wir da hoch. Da war was, richtig. Wir haben Errungenschaft freigeschaltet, das ist auch nicht schlecht. Genau, wir haben ihn nach erobert, absolut richtig. Ja, hier unten haben wir einen Mann verloren, wieder 23, sehr schön. Hier haben wir tatsächlich 10 Mann verloren, wieder nur 9, das ist eher schlechter, okay. In Hamburg haben wir einen Königspalast gebaut, oh ja. Das sieht gleich mal beeindruckend aus. Als es überhaupt anders aussieht als sonst, müssen wir mal kontrollieren. Muss man vielleicht mal mit einer Strelitz, ja. Das ist kleiner. Das ist hier deutlich imposanter. Der schöne Königspalast in Hamburg. In unserer neuen Hauptstadt, weil wir. Und ich immer noch nicht weiß, wie wir es eigentlich zurückändern, aber egal. Wir könnten das abbauen und wir machen gerade auch nicht mehr so viel Geld pro Runde, tatsächlich. Ja, die haben dann hier unsere Felder so ein bisschen. Ist aber erstmal nicht weiter tragisch. Jetzt kommt euch hier immer noch alle. Genau. Wunderbar, hier in Rostock. Ruht euch aus und ja, bewacht die Stadt. Jo, dann können wir eigentlich wieder eine Runde weitergehen. Belagerung von Aue, ja. Klar. Jetzt würden die 33 mal jetzt hier angreifen. Deshalb wird die Pferden angegriffen. Nämlich von hinten. Mit einer überwältigenden Mehrheit unserer Leute. Das können wir eigentlich auch aufholen. Tun häufigere Bellen. Naja. Oh, da kommen tatsächlich Schangtruppen. Die auf O zu marschieren, die sind wohl lebensmüde. Die Immerditen. Alle mal getötet, sie haben einen Mann verloren. Schön. Hier haben wir zweimal verloren. 28, jawohl. Es ist schon eines Phönix. Geschichte von etlichen Gegenden. Berichten von einem gesichteten Phönix. So ein Vogel taucht nur selten auf und ist meist ein Vorbote des Himmels, der eine neuere Ära einleitet. Ah ja. Das sorgt für massig Unruhe. Bei unseren Adligen und unseren Bauern. So, was haben wir hier? Echte Bauernspeckkämpfe, die hier tatsächlich ankommen. Hier können wir unseren Bauernspeckkämpfer mal abfangen. Ah, die Streitwagen sind massiv drin, okay. Was sind denn so drin? Ach, sehen viele Streitwagen. Leibwächter, ist die größte Streitwagen, ah, die Streitwagen, okay. Jo, ich versammle euch hier langsam. Tut euch mal noch eine ganze Weile aus, würde ich sagen. So Einnahmen sind auf jeden Fall weiter gesunken. Was nicht so schön ist. Sonst sind wir eigentlich wunderbar abgesichert. In alle möglichen Richtungen. Außer Hamburg, aber hier dürfte eigentlich auch alles safe sein. Dann können wir wieder eine Runde weitergehen. So, wir kommen natürlich wieder zur Schlacht. Ja.
helfen, diese unsere Gegner von hinten von unseren Türmen geschossen werden. Das ist auch sehr schön. Die zwei hier sind sehr todmutig. Wenn sich da einfach hin. Dann wäre es hier hinten an. Der eine hat schon mit seinem Leben bezahlt. Der zweite macht er auch nicht mehr so lange, oder? Ganz alleine in den Rest der Welt. Wird er schaffen? Ich weiß es nicht. Ja. Ich hab's auch nicht, ja. Zwei Todesmutigen, die meinten, sie könnten von hinten sich anschleichen, so eine Tiger, ja, die leider ihr Leben bezahlt. War also nicht so erfolgreich. Die Shang wollen Frieden. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ich hätte gern Bo. Wollte nicht. Ping Chan. Wollte auch nicht. Ja. Ist ja nicht schlecht. Ja, wir überlassen euch bestimmt, genau. So machen wir das und nicht anders. Das machen wir bestimmt, dass wir euch 2 Stunden hergeben und noch viel mehr Geld zahlen. So sehen wir aus. So, wir haben 60 Euro und geht noch 125. Also fertig. Hier, gerade vom Feuer, okay. Neutrale Sprecher in Lust, fertig geworden. Das ist nicht schlecht. Apropos, bräuchte eigentlich immer noch einen Namen für. AO hier hinten. Neuen Namen. Echt eine gute Frage. Was wird denn sein? Wasser. Würde man Reiswald nennen. Machen wir einfach mal. So, Reiswald, wunderbar. Man soll sich eigentlich reinigen, aber okay. Ja, halte hier weiter schon alles auf, was hier so ankommt. Hier ist jetzt auch der General endlich da, sehr schön. Ah ja, müsst euch hier heute noch ziemlich lange ausruhen. Bei euch geht es eigentlich halbwegs. Das kann vielleicht doch noch etwas länger dauern, als du es gedacht. Ich würde euch aber nicht mal hier verstärken mit 3 Megabahn-Einheiten. Das sollte kein Problem sein. Tja, unsere Schwertspieler sind auch nur 450 Mann, sieht man einfach, dass sie die ganze Zeit am Kämpfen sind. Und sich nicht wirklich ausruhen können. Ja, also, das merkt man dann eindeutig bei den Zahlen. Obwohl es eigentlich viel mehr Einheiten dort tätig werden, aber naja. Ja, auch ein schlechtes Bild. Hier so ein paar Bauern, die schon ganz normal ganz entspannt hier auf Felder bestellen und da drüben stehen wir vor den Soldaten so kurz vor der Stadt, beziehungsweise Landesgrenze, und denke ich so, ja, wir könnten angreifen, aber ja, ne, machen wir nächste Runde, und die bauen hier so ganz chillt irgendwelche feindlichen Soldaten, die sie wahrscheinlich umbringen werden, aber was soll's, hier das Feld bestellen ist eindeutig wichtiger. Auch nicht schlecht. So, Schlachtbericht. Wir haben 48 Mann verloren, jeder 69, ja. Hat auch schon mal bessere Ergebnisse. Ansonsten ein paar Bauernhöfe fertig, okay. Ist ja die Frage, wenn man diese braucht, um sie auszuruhen, weil eigentlich würde ich schon gerne relativ zeitnah weiterziehen und hin angreifen, dass er übrigens ihre neue Hauptstadt ist, ist interessant. Und ich würde mal sagen, wir warten noch eine Runde und dann schieben wir unsere Truppen weiter nach hin und hier unten Kreis weiter. Müssen wir uns wohl noch länger ausruhen, das ist definitiv so. Ja, und Schwerin werden ein paar Räume gefällt. Theoretisch wieder mehr Platz für Nahrung zu schaffen. Ansonsten schnell noch so ein Schwerin bauen. Ich könnte mehr Essenschule bauen. Die Steuer in 53%. Interessant. Mach ein großer Fuchses Tempel, auch die plus Zufriedenheit, ja, wir hätten mal lieber überall diese Details schon bauen sollen. Egal, machen wir es halt in Schwerin.
Und überall, wo sonst auch so geht. Ah, hier zum Beispiel in Yalitown. In Rostock. Wenn die Artig und halb pro Runde kosten, Pokéweiler auch hier und dürfte sehr viel Geld geben. Die Artig pro Runde sollten wir eigentlich wieder reinholen. Wissen wir, ja. Das ist alles. Das sind nicht große Städte. 1000 Schwein, ja. Okay. Und dann müssen wir nicht dringend mal einige Städte hier erweitern. Ja, nicht nur zum Beispiel. Und auch Rostock. Na, das kostet halt 2000, also. Das sind Mittel, die wir aktuell nicht haben. So, wie gesagt, wieder komplett aufgeheilt hier. Gut, die Karte wieder nicht. Und die riesige zweifache Armbrust ist auch noch nicht, aber egal. Wo hier dürfen wir noch. Kurz hier stehen bleiben. Wenn ihr sowieso eine Runde weniger braucht. Und erstmal nur mit der Armee hier vorrücken. Dann können sie sich hier noch eine Runde weiter mehr ausruhen, meine ich. Und dann ist ganz gut. So, jetzt müssen wir auch da angreifen. Wir haben den Apakus erforscht. Okay. So, Bereich Wissen. Was haben wir denn hier so? Schumpensegel. Tai Chi. Sternkarten. Mhm. Oder Chuku Nu. Dann könnten wir Shukunu bauen. Ich glaube, hier theoretisch. Einfach mal Tai Chi. Kultur wird um 1 erhöht, warum nicht? Das bringt uns auf jeden Fall einen Punktsieg näher und das kann ja auf jeden Fall nicht schaden. So, hier rücken wir weiter vor. Ist jetzt noch kein Widerstand durch die Schatten, das gefällt uns. Die Schuh, wollen wir für die zu angreifen, hat er nichts gefunden? Ja, ich glaube nicht. Das sind unsere besten Freunde, die werden bestimmt nicht angreifen. Ja, auch die Donji, auch wenn ihr das wollt, auch werden sie trotzdem nicht angreifen. So, jede Menge Liga ist mit Schulde fertig. Ja, dann anständig. Jetzt haben sie auch genug Geld, um zum Beispiel Rostock mal auszubauen. Das meine ich, will kein Palast. Ich will. Wie sieht man das auf Wetter? Du kostet 4000, das hat 2000. Aber ein Pokéball kostet noch 2000. Ah, ja, sehr gut. Wie können wir das mal machen? Genau. Okay. Sehr gut. Dann, was kommt da hinten? Vielleicht der Bauernburg jetzt dreimal noch. Wollen ich hin, wohl ganz schön verteidigen. Interessant. Aber jetzt, starten wir mal einen Angriff. 308 Mann Satzung aktuell drin, die Baumbumpf kommen jetzt noch dazu, also... Chin ist ziemlich gut gesichert, aber als neue... Aufstadt, wobei, nein, das ist ja gar nicht neu, das ist ja... Bo da hinten. Und trotzdem ziemlich gut gesichert. So, die Truppen ziehen auch hier. Greifen die Baumbumpf jetzt an. Das ist jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht. Wir verschießen die Bauernburg jetzt anständig auf uns. So, haben wir den ein oder anderen Verlust, aber es hätte hier eigentlich bereits begrenzen dafür, dass da so viele Bogenschützen stehen. Ich greife natürlich die Bogenschützen an die Arztkämpfer, das finde ich gut. Oder ja, dann, oder sie bleiben einfach stehen lassen. Das ist eine andere Option. Ja, toller Charge. Mit Abbremsungsmanöver, inklusive. Jetzt also immer anständig durchprügeln hier. Und die Bogenschützen sind doch wieder zu, das ist interessant. So, wir haben ein paar Verluste hier, aber nicht besonders viel. Ein paar andere Nahkämpfer, ja. Okay. Jetzt ziehen wir uns zurück. Mal wieder ein bisschen vorspulen. Kraft kam auch noch. Oha. Ja, aber wir haben viele Leute verloren. Im Pfeilhagel. Ja, das ist nicht so schön. Schuh meine ich, das machen wir aber nicht. Euch Nicktown überlassen. Brüderlich harmoniert mit Donchi und sie dem uns jede Menge Geld. Das ist in Ordnung. Ich
Da ist ein paar wunderbare Nashörner. Sehr schön. So, Schlachtbericht. Wir haben 99 Mann verloren gegen 97 Mann. Ist okay. Sind auch zahlenmäßig deutlich überlegen, von daher können wir uns das erlauben. Auch ähnlich viele Leute zu verlieren. So, wir plündern hier fleißig 50 Gold wieder, jawohl. Okay, wurde aufgewertet. Sehr schön. Führungsachsen sind echt grottig mit 0,2%. Wie viel kleine Tor mit 0,0? Sieht es denn überhaupt noch hier gut? 0,0, 0,0. 0,1. 0,0. 0,6 immerhin. Schwierigen wird es also noch anständig. Ja, dann sollte man vielleicht auch Schwierigen mal erweitern. Zeitnah. Das wird auf jeden Fall Sinn machen. Diese Kreis hat auch so einen Truppen, da haben sich fast erholt. Auch die Truppen haben sich fast erholt komplett. Das ist sehr gut. Sie hätten schon noch mehr Verstärkung. Also warum wird es dreimal? Sind das immer dieselben? Sieht so aus. Interessanterweise jetzt hier auch hier Bahnarmeen und hat die Ernstkämpfer keine Streitwagen mehr und hier ist doch die Hauptstadt nicht Büro. Interessant. Okay. Ja, sind auf jeden Fall die Bauer Bogenschützen am Start da hinten. Ja, wieder fleißig angegriffen. Auch hier schießen unsere Belagerungsgeräte wieder anständig. Das ist eigentlich die Dienstarmbrust hier, ist aber auch nicht aufgestellt. Interessant. Ich frage mich, ob die auch schon mal aufgestellt war, ob die auch schon mal im Einsatz war. Das kann ich mich spontan, ich weiß mal nicht dran erinnern. Und durch die Mauer kommen wir auf jeden Fall nicht. Oder doch, da haben wir tatsächlich gekämpft. Das heißt, es kommt doch durch die Mauern. Das wiederum ist gut. So sieht's aus. Wir haben 86 Mann verloren, der Gegner 87 Mann. Ja, wir kommen vorwärts. Das ist gut. Tatsächlich kommen wir sogar viel schneller voran als hier unten. Also können wir uns nicht beschweren. Können wir uns hier freilich eigentlich rekrutieren? Ja, so halbwegs. Naja. Wie sieht diese Pokéwelle aus? Auch nicht so wirklich spannend. Na gut. Wir haben wieder mein Geld. Ja, wir kriegen ja jetzt auch ein paar Runden lang einiges. Durch die Dungey. Da können wir Shirin nochmal ausbauen. Sehr gut. Und da würde ich sagen, was ist hier für diesen Part? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.